Meine Tochter, was mich schon länger beschäftigt, dass ich mal was ein bisschen über die Nationalratswahl sagen werde und natürlich in Zusammenhang über Politik und das Bundesverfassungsgesetz, das BVG. Es ist interessant eigentlich auch, wie unser politisches System entstanden ist, beziehungsweise wir haben jetzt mittlerweile schon 70 Jahre Erfahrung, Praxiserfahrung, ja, würde ich sagen, ja, ist ja wurscht, plus minus, so guter Mathematiker bin ich nicht, dass man sagen kann, okay, etabliert sich ein politisches System oder nicht. Kurz das BVG, das Bundesverfassungsgesetz, ist uns von den alliierten Siegermächten hereingebombt worden. Ich würde natürlich definitiv sagen, dass das Nazi-Regime einfach weggekommen ist, das ist gut. Natürlich, die Art und Weise, wie man das Nazi-Regime angesetzt hat, mit Gewalt und Bomben, finde ich nicht richtig, weil ich kann nicht Nazi-Methoden, also ich kann nicht Nazis mit Nazi-Methoden bekämpfen, damit sage ich, dass ich selber eigentlich ein Nazi bin, sondern eigentlich, es gibt andere Art und Weisen, wir müssen lernen, in der zukünftigen Generation einfach auch Konflikte ohne Gewalt zu lösen, dass man sich an den Tisch zusammensitzt und die Menschen wieder überzeugt, einlädt und einfach nicht, aber jetzt mit Gewalt und Repressalien und Einsperren à la KZ Glasenbach, was die Amerikaner 1945 errichtet haben, man kann nicht Nazis mit Nazi-Methoden bekämpfen, das funktioniert nicht, sondern einfach Nazis kann man bekämpfen, indem man es einfach auch auf freundschaftliche Art und Weise überzeugt, dass ihre Ideologie einfach menschenfeindlich ist, rassistisch und eigentlich letztendlich einfach auch zerstörerisch, aber das kann man nur machen, wenn man einfach auch einen Konsens sucht mit den Leuten, das heißt nicht, dass man einfach eine Meinung annimmt. Das heißt, die Siegermächte haben schon öfter mit Bomben und Granaten ein politisches System in Länder gebracht, zum Beispiel auch in Irak, oder das findet man immer wieder in der Geschichte, und das geht es auch nicht, sage ich jetzt einmal. Grundsätzlich ist es die Frage, dieses im Bundesverfassungsgesetz, Artikel 1 heißt es, ich habe jetzt nicht genau im Wortlaut, Österreich ist ein demokratischer Rechtsstaat, die Macht geht vom Volk aus. Wäre interessant, einfach die 70 Jahre zu überprüfen, inwieweit da Machtmissbrauch betrieben wird, ob wirklich die Macht vom Volk ausgeht, ob man dem Volk überhaupt die Macht zumuten kann. Das war ein eigenes Thema. 70 Jahre Erfahrung zeigen, dass dieses politische System, in dem eigentlich diese Parteien, Parteien und Spaltung gegeneinander kämpfen, das heißt, das muss aufhören. Die verschiedenen politischen Farben symbolisieren auch die Form des Regenbogens, wobei die Farbe braun nicht vorkommt, muss ich sagen. Auch die Farbe schwarze zum Beispiel und weiß. Sondern der Regenbogen, wenn man zum Beispiel das Licht durch ein prismatisches Glas leitet, dann legt es sich in die Spektralfarben, das heißt, Licht ist Energie, elektromagnetische Frequenz, Energie, nur sichtbare Energie, das ist ein ganz minimaler Bereich aus dem elektromagnetischen Frequenzspektrum, das unendlich groß ist, wir konzentrieren uns nur quasi hier auf dieses sichtbare Licht. Also höhere Frequenzen sind zum Beispiel violett, blau und dann die niedrigen Frequenzen quasi wären dann rot. Violett, würde ich sagen, ist oft da vielleicht die Farbe der Homosexuellen. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch sehr rassistisch gedacht, da auch durch meine christliche Impfung, wobei bekannter Staatsanwalt, der was unter anderem jetzt sehr wirklich bekannter Staatsanwalt in einem öffentlichen Prozess, Gerichtsprozess, den geschwungenen Gerichtsprozess gesagt hat, ich nenne jetzt keinen Namen, der Rechtsextremismus und die christliche Weltanschauung haben sehr viele Parallelen zueinander, das will ich mal so in den Raum stellen lassen, haben nie gesagt, ich war bei diesem geschworenen Gerichtsprozess zugegen und diese Aussage ist von einem Staatsanwalt gekommen, der was diesen geleitet hat. So, wenn man jetzt natürlich die Spektralform anschaut, ist es einfach das Violett, das ist eine sehr hohe Schwingung und die Farbe der Homosexuellen. Ich muss sagen, ich persönlich, jeder Mensch hat natürlich auch beide Anteile, männlich und weiblich, gegeneinander, das Kämpfen bringt gar nichts. Ich selber, sexuell, kann ich dem nichts abgewinnen, aber ich muss sagen, jeder wie er will und es wird jeder die Freiheit haben. Im 21. Jahrhundert ist es schön, dass wir die Freiheit haben und sagen, wir können über unsere sexuelle Ausrichtung selbst bestimmen, ohne jetzt Repressalien und Verfolgung. Es ist ja schön, dass man sagen kann, okay, ich bin Frau,
und ich leite zum Beispiel eine Führungsposition und es ist gut so. Wenn die Frau diese Fähigkeiten hat, passt, es ist super. Ich bin froh, dass es Emanzipation in vielen Bereichen gegeben hat. Es gibt ja Emanzipationen, die was uns bevorstehen. Das heißt, wenn natürlich jetzt im Regenbogen alle Farben zusammenarbeiten würden, nicht gegeneinander kämpfen und wertvolle Energien und Ressourcen verschwenden, wie es einfach momentan in dem politischen System geschieht, dann wäre das perfekt. Aber dazu müsste eigentlich, so wie es damit grundsätzlich immer dieses Thema neu diskutiert werden. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Partei, die was eigentlich das Parteien und dieses System, wo die Parteien gezwungen werden, gegeneinander zu kämpfen, abschafft. Das heißt, wir müssen einfach sagen, man braucht eigentlich auf diesen Stimmzetteln, wenn das Volk, die Macht wirklich vom Volk ausgehen will, eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, Parteiensystem abschaffen. Das Problem sind ja nicht die Ausländer. Das wird nur als Problem vorgeben für bestimmte populistische Parteien. Das Problem sind ja nicht die Linksextremen oder die anderen Extremen oder die Frauen oder die Schwulen oder die Leute, die was Drogen nehmen oder die Akademiker oder Arbeiter, sondern das Problem ist einfach dieses System, wo eigentlich wir gelernt haben, auch von der staatlich indoktrinierten Schulbildung auf gegeneinander zu kämpfen. Das muss weg. Aber nicht mit Methoden, wie ich schon vorher gesagt habe, mit Nazi-Methoden, mit Gewalt und Terror und Gesetz. Gesetz ist nichts anderes wie eine andere Form von Gewalt, sondern einfach das Gesetz sollte in den Herzen der Menschen geschrieben werden, dass man sagt, okay, wir sind unterschiedlich und das ist gut so. Die Vielfalt ist eigentlich das Schöne. Erst die Vielfalt der verschiedenen Farbspektren macht eigentlich das Licht aus. Und das ist wichtig, dass jede Farbe eine bestimmte Aufgabe hat und auch jede politische Schattierung einfach bestimmte Dinge von einem ganz besonderen Blickwinkel sieht, drum einfach Farbspektrum, elektromagnetisches Licht, wo die Parteischattierungen, zum Beispiel ist interessant, ist eigentlich diese Schwulen sind dann mit den Blauen und dann irgendwie fällt jetzt die Farbe für Grün. Grün und Blau sind in Wirklichkeit blond, das heißt in dem Fall, da ist ein fließender Übergang überall dazwischen. Die Newton'sche Mechanik kennt ja keine Unstetigkeiten, die Stetigkeiten der Natur betreffen eigentlich ja die Quantenmechanik, aber im Lichtspektrum gibt es quasi nicht jetzt entweder blau oder grün, beide kommen parallel daneben vor, sondern ein Blaugrün in verschiedenen Schattierungen. Das heißt, die Blauen und die Grünen sind im Grunde genommen laut naturwissenschaftlicher Erkenntnis keine Feinde, sondern sind sehr neu beieinander. Und wenn man lernt, dass wir alle Licht sind, ja, und mit D gegen D und D gegen D, wenn dieser Kampf aufhört und diese sinnlose Ressourcenverschwendung auch mit Kriege und Ehestreite, wo es dann darum geht, um Besitz, was so lächerlich ist. Materialismus, das ist auch so eine Ideologie, die was einfach sehr viel Schaden anrichtet. Und man darf jetzt einfach nicht Menschen, die was in verschiedene Lager verhaftet sind, weil es vielleicht der Papa gesagt hat, ja, und die Stinkepinki-Partei, die will ich, weil die zahlt meine Pension. Und der andere sagt, ich will die Winkefinki-Partei, weil die zahlt meine Lehrerpension. Wie man, dieses Gegeneinander muss aufhören. Das heißt, wenn man einen was nimmt, dass der andere mehr hat, dann kann das nicht funktionieren. Altruistische Denkweise heißt da im politischen System, ich kann nicht für ein Lobby denken, für bestimmte. Ich muss immer fragen, wenn ich mehr Geld und Ressourcen fordert, kann das nicht auf Kosten Dritter gehen. Das heißt, es funktioniert nur, wenn alle Parteien jetzt einmal zufrieden sind. Wir brauchen einfach ein anderes politisches System, wo die Menschen nicht gezwungen werden durch eine Partei und durch quasi, im Endeffekt ist ja fast wie Sekten, ja, gegeneinander zu kämpfen in Schattierungen, sondern sie an einem Tisch zu sitzen. Und darum sage ich jetzt einmal, welche Wahlempfehlung ist, fragen wir sehr für Jugendliche, ja, Fred, was willst du, so gebe ich schon lange nicht mehr wählen. Wann dann wähle ich ungültig, weil eigentlich, ob jetzt schwarzes Gulasch, braunes Gulasch, linenes Gulasch oder violettes Gulasch, Gulasch bleibt Gulasch, vielleicht mag ich gar kein Gulasch. Der Hinduist
isst kein Rindfleisch. Und das würde man so, das heißt, es gibt gewisse Menschen, die was sagen, okay, ich möchte die Wahlfreiheit haben, ich möchte einfach, dass das Bundesverfassungsgesetz wirklich einmal in Kraft tritt, im Praktischen. Das heißt, die Macht geht vom Volk aus, steht im ersten Artikel, bitte genau lesen. Und das heißt wirklich, dass ich die Möglichkeit habe, auch dieses politische System, wo die Menschen gezwungen sind, gegeneinander zu arbeiten, ja, das was Feindschaft und Rassismus und Intoleranz schürt und schafft, dass ich dieses politische System abwählen kann. Und das ist einfach eine Sache, ich will wandern, einfach auch die freie Wahl haben, dieses System abzuwählen. Dass man sagt, okay, man hat wirklich die Möglichkeit, dass der Regenbogen in allen seinen Schattierungen einfach zur Geltung kommt.